Ich bin nicht sicher, ob Menschen mit Behinderungen jetzt unbedingt mehr Hass ausgesetzt sind als andere Gruppen in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass Hass im Netz sehr stark damit angefangen hat, zumindest in Deutschland, in Bezug auf Hass von Männern auf Frauen, in Bezug von Hetze, Mobbing, sexuelle Fantasien, die da irgendwie ausgelebt werden, Menschen als oder Frauen als Huren oder Fotzen bezeichnet werden, was ich definitiv nicht in Ordnung finde. Danach ging es wahrscheinlich weiter auf Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, dann natürlich auch Menschen mit Behinderung und inzwischen aber auch Menschen, die einfach anderen Menschen nicht in den Sinn passen mit der Meinung. Also auch Männer, heterosexuelle, nicht behinderte Männer werden inzwischen genauso angefeindet. Und ich finde schon, dass das zunimmt.